Heute mal wieder ein ganz, ganz anderes Video. Und zwar, wir schauen uns mal wieder etwas sehr Langfristiges an. Und zwar hier, wenn wir uns das ansehen, dann ist es etwas sehr Langfristiges. Wir sehen, das ist der Tageschart. Wir sehen im Euro-Dollar, also wir sehen auch mal wieder was anderes als immer nur die Indizes. Und schauen uns einfach mal an, wie der Markt sich denn hier verhält. Wichtig ist hierbei einmal diese rote Linie oben. Wir sehen einfach die hier. Das sind die Inflationsraten der USA und von Europa zusammen verrechnet, dass wir natürlich dann eine entsprechende Wertveränderung haben, um zu wissen, in welche Richtung sich dann das Ganze entwickelt, weil Inflation natürlich einen großen Einfluss auf die Politik hat, aber auch auf die Wirtschaftsleistung generell. Ergo ist es natürlich etwas Wichtiges. Man muss zwar wissen, was man darin liest, was man darin sieht und wissen, wie die Marktteilnehmer aufgrund von dessen sich positionieren, aber es ist was Wichtiges. So, und dann haben wir unten, das sind die COT-Daten, das sind die alten Daten, die ich einfach auch nur verrechnet habe mit einem Minus in dem Fall, damit ich weiß, wer denn gewinnt. Also sprich die Käufer oder die Verkäufer. Also das heißt, wie die Positionierung ist, eher die Longs und die Shorts, so müsste ich vielleicht eher sagen. Gut, und auch hier ist Rot wichtig. Gut, wenn wir uns ansehen, dass zum Beispiel hier diese rote Linie steigt, dann bedeutet das, dass eigentlich sollte der Euro-Dollar steigen, denn das zeigt mir eher an, dass die Geldpolitik in der Zukunft sich in Richtung des Euros besser entwickeln kann als für die USA, also als für den Dollar. Bringt aber nichts, weil ich kann nicht einfach blind gehen, wenn diese Linie steigt, weil wir sehen, die hat angefangen zu steigen ab hier. Also man wäre komplett auf der falschen Seite. Sondern ich muss warten, wie die Professionals darauf reagieren. Und wir sehen, dass die Professionals erst wirklich nach einer sehr, sehr langen Zeit sich damit auseinandergesetzt haben und selbst ihre Richtung gefunden haben, und zwar Long. Und dann hätte man irgendwann erst hier seinen Long gefunden, was vollkommen fein wäre. Also wir müssen ja nicht immer im aggressiven Daytrading irgendwo herumspringen, sondern es reicht auch, wenn wir uns Trades suchen, die längerfristig Swing Trading fungieren, ohne dass wir uns großen Kopf machen, sind wir richtig, oh, habe ich hier irgendwas Technisches nicht beachtet, nein, ich wurde wieder ausgestoppt und gehuntet und gefischt, mein SL wegen ein paar Pips. Nein, diese Gedanken müssen wir uns hier gar nicht stellen, sondern wir können hier weitaus größer denken und können dann dementsprechend Trades eingehen, die makroökonomisch Sinn ergeben aufgrund von sehr, sehr einfachen Sachen, wie in diesem Fall die Inflation Rate und die Positionierung der großen Marktteilnehmer. Mehr ist das nicht. Also was sehr, sehr Einfaches, nichts Großartiges. Wir könnten wesentlich mehr nehmen, wir könnten andere Sachen machen, die uns ähnliche Ergebnisse liefern, aber das ist etwas sehr, sehr Einfaches, was man kombinieren kann und dann Trades suchen kann. Langfristig natürlich. Ne? Das ist das Wichtige, dass das langfristig ist. Zum Beispiel sehen wir hier, das war, hier ging es ja ein bisschen nach unten, dann war das hier Corona, was wir hatten, den Corona-Crash. Und wir sehen, dass die Positionierung enormst ansteigt, wirklich enormst ansteigt. Das heißt, die Marktteilnehmer haben, warum auch immer, eine enorme Kaufabsicht gehabt im Euro-Dollar. Ja? Also die Daten vom COT kommen ja aus den Futures, aber wir belassen es jetzt aber mal, ohne dass wir diese Brücke machen oder ohne dass ich erkläre, warum, wieso, weshalb da alles jetzt zusammenkommt. Es war eine enorme Kaufabsicht gewesen. Diese Kaufabsicht war zwar super gut von den Professionals, aber wenn ich mir anschaue, die Makrodaten haben das nicht allzu weit gestützt. Nichtsdestotrotz ist der Kurs dennoch erstmal gestiegen. Danach hat er natürlich einen viel, viel längeren Drawdown gehabt, der Kurs, der Euro-Dollar-Kurs, wie wir sehen, weil natürlich klar die Geldflüsse aufgrund von der Inflation, wie sie nun mal waren, längerfristig einen großen Einfluss haben. Kurzfristig gewinnt aber immer der mit den dicksten Taschen. Heißt also, wenn ich sehe, dass die Professionals etwas machen, was erst einmal ein bisschen komisch aussieht mit den Daten, aber ich zu dem Zeitpunkt irgendwie hier sowieso einen Anstieg sehe in meiner roten Linie, weil das hier, das sehe ich ja erst später, das sehe ich ja erst im Nachgang, kann ich mir dennoch natürlich einen Trade suchen und wenn ich sehe, dass hier die Linie kippt, meinen Ausstieg nehmen. Dann bin ich aber dennoch schon hier oben hingekommen. Das heißt, ich habe dennoch irgendwo einen Trade von hier nach hier oben. Sprich, das sind schon hunderte von Pips, die ich hier dennoch sammeln kann. Also ihr seht, wir können mit einfacher Logik an die Märkte herangehen und müssen nicht immer in den tiefsten Bits und Asks suchen, was los ist. Für Daytrading natürlich machen wir das immer. Aber wenn wir ein bisschen weiter herauszoomen, ein bisschen Swing-Trading betreiben oder sagen wir, wenn man das Ganze nebenberuflich tut, also man arbeitet ganz normal und sucht sich immer mal wieder ein paar Möglichkeiten heraus, dann macht es tatsächlich sehr viel Sinn, indem man einfach mal ein Stück weit zurückgeht und mal schaut, wie das große ganze Bild aussieht. Und dann dementsprechend aufgrund von Positionierung und von Makrodaten tradet.
Sollte dich das interessieren, dann schau doch mal auf unserer Website, mach ein Gespräch mit uns aus und sprich mit uns. Falls du die Informationen selber zusammensuchen willst, dann einfach hier unten auf unserer Homepage kannst du dir natürlich auch selber schauen, was wir denn anzubieten haben und ob unser Mentoring denn das Richtige für dein Handel ist.